Ihr Lieben, heute packen wir ein großes Ding an. Ich wusste zum Abschluss, zumindest dieser täglichen Serie der Heilpflanzen A bis Z, muss ein richtig gutes Ding kommen. Und die Zitronenmelisse ist eine meiner Lieblinge und das hat auch seinen Grund. Aber dass sie so viel kann und solche Möglichkeiten bietet, wie ich jetzt so herausgefunden habe, das war mir selber nicht bewusst. Die Zitronenmelisse heißt auch Melissa officinalis. Hier spricht auch das Wort officinalis wieder für die Verwendung als Apothekenpflanze. Melissa hat der Zitronenmelisse auch ihren Namen gegeben. Relativ häufig hört man auch nur das Wort Melisse. Nach Zitrone duften die Blätter trotzdem, denn die haben in ihren Öldrüsen ja ein Öl drin, was sofort, wenn man daran reibt, einen feinen zitronenartigen Duft verbreitet. Im Englischen heißt die Zitronenmelisse Lemon Balm. Sie wird aber im volkstümlichen Namen auch als Honeybee bezeichnet, die sogenannte Honigbiene. Schon in der griechischen Mythologie taucht der Name der Melisse auf. Der Göttervater Zeus wurde nach seiner Geburt vor seinem Vater Kronos erstmal versteckt und er wurde von zwei Nymphen aufgezogen. Eine davon hieß Melissa und es heißt, Zeus wurde ernährt mit dem Honig dieser Nymphe Melissa. Von dem Wortteil Meli leitet sich übrigens auch das Wort Honig ab und von Melissa leitet sich die Biene ab. Deswegen passt es auch gut zusammen, dass das im Englischen Honeybee heißt und im Lateinischen Melissa. Schon um Christi Geburt und auch im Mittelalter wurde direkt von Imkern in den Bienenstöcken und auch vor Bienenhäusern die Zitronenmelisse angepflanzt. Die Bienen lieben dieses Kraut. Noch dazu hat man mit Zitronenmelisse die Bienenhäuser behandelt. Man hat den Saft aus den Zitronenmelisseblättern gewonnen und damit die Bienenkisten ausgerieben. Damals wusste man natürlich noch nicht, dass diese Zitronenmelisse eine ganz tolle antiseptische Wirkung hat. Aber auch heute könnte das eine ganz tolle Idee sein, um dem Bienensterben entgegenzuwirken, wenn man dieses alte Mittel wiederentdecken würde. In verschiedenen Quellen kann ich finden, dass die Bienenhäuser mit der Zitronenmelisse ausgerieben wurden, beziehungsweise mit dem Saft davon, um dem Bienensterben entgegenzuwirken. Also auch damals scheint das schon mal etwas große Probleme gemacht zu haben. Vielleicht kann das auch heute wieder helfen. Nicht nur für die Bienen, sondern auch für uns kann die Zitronenmelisse Großes bewirken. Sie gehört wieder zu den Lippenblütlern, wie zum Beispiel auch der Isop, die Gundelrebe, der Salbei, der Thymian und viele Kräuter mehr, die wir zum einen als Küchenkräuter kennen, zum anderen aber auch als starke und wirksame Heilkräuter. In vielen Kulturen, auf vielen Teilen der Welt und zu vielen Zeiten gilt und galt die Zitronenmelisse als ein ganz starkes Heilmittel. Was die alten Chinesen und Japaner schon wussten und heute noch in ihrer Medizin anwenden, was Hildegard von Bingen schon wusste und was im Mittelalter Könige zur Anbaupflicht gemacht haben, das haben auch heute wieder die modernen Mediziner und Wissenschaftler herausgefunden. Und sie konnten nicht umhin, auch die Zitronenmelisse einzustufen als arzneilisch wirksame Heilpflanze. Und es gibt ganz viele medizinische Präparate, die Zitronenmelisse enthalten. Da gibt es zum Beispiel Tee aus fertig getrockneten Blättern, es gibt Flüssigextrakte aus Zitronenmelisse. Es gibt Tinkturen aus Alkohol. Ganz bekannt ist auch die Zitronenmelisse in Mischung mit anderen Pflanzen als Melissengeist. Es gibt auch lösliche Trachees oder Tabletten und auch Extrakte in Salben für die äußerliche Anwendung der Zitronenmelisse. Schon in der alten chinesischen und japanischen Medizin wurde die Zitronenmelisse eingesetzt äußerlich bei beginnenden Herpesleiden. Da wurden Salben hergestellt, ja, und dann auf Lippenherpes auf die Stellen aufgetragen. Es wurde aber auch benutzt als Tee bei Beschwerden im Verdauungstrakt. Das sind zum einen Krämpfe und Blähungen gemeint, aber auch andere Magen- und Darmleiden wurden sehr erfolgreich mit der Zitronenmelisse in Form von Tee behandelt. Seit langer Zeit gilt der Tee aus Zitronenmelisse aber auch als wunderbares Mittel zur Beruhigung bei Stress, bei Unruhe, bei Nervosität, auch bei Reizbarkeit. Im Mittelalter hat Plinius schon die Zitronenmelisse verschrieben, bei der sogenannten Hysterie. Aber auch heute ist nachgewiesen, dass die Zitronenmelisse bei diesen Unruhezuständen sehr gut helfen kann und auch gegen die körperlichen Symptome helfen kann, die im Fall von Stress, Unruhe und Nervosität mit auftreten. Die Zitronenmelisse als Tee eingenommen ist früher wie heute ein empfohlenes Mittel als Einschlafhilfe.
Die Zitronenmelisse ist früher wie heute ein wichtiger und beliebter Bestandteil von Teemischungen, besonders auch für die sogenannten Familientees oder auch für Haustees. Maria Treben hatte die Zitronenmelisse bei sich mit drin als Melisse und auch die Familie Stohl führt die Zitronenmelisse als einen der Hauptbestandteile ihrer Hausteemischung mit auf. Auch bei Anwendung mit Zitronenmelisse gilt natürlich, dass man auch Selbstverantwortung übernehmen muss, gerade wenn man Medikamente einnimmt oder Krankheitsbilder schon hat, vielleicht auch im Falle von Behandlung von Kleinkindern oder wenn man schwanger ist, bei den Pflanzen immer auch nochmal nachzuschauen, ob das gerade für die eigene Situation wirklich eine gute Idee ist und sich im Zweifel auch nochmal mit Fachpersonen da ja Rücksprache zu halten. Schon im frühen Mittelalter, als man von den Mitteln der modernen Medizin nur träumen konnte, naja, vielleicht wurde das auch damals schon gefürchtet, jedenfalls hat schon im Jahr 1810 Karl der Große, der Kaiser, befohlen, dass die Zitronenmelisse in alle Klostergärten gepflanzt werden muss. 300 Jahre später wuchs die Zitronenmelisse da natürlich immer noch und das war genau die Zeit, als Hildegard von Bingen dort gelandet ist und sich mit der Zitronenmelisse natürlich auch intensiv befasst hat. Hildegard von Bingen empfiehlt eine Tasse Zitronenmelisse als Tee getrunken vor dem Schlafengehen, so möge man bessere Träume haben. Paracelsus hat die Melisse schon als das beste Kräutlein für das Herz angepriesen. Der Melissengeist wurde von Maria Clementine Martin, das war eine Klosterfrau, entwickelt und sie hat ihn erstmals zur Linderung von Herz- und Nervenleiden eingesetzt. In dieser Funktion ist der Melissengeist auch heute noch im Handel erhältlich. Die Zitronenmelisse wird im volkskundlichen Namen durchaus auch als Frauenkraut oder Mutterkraut bezeichnet. Das weist darauf hin, dass die Melisse auch schon als starkes Heilmittel bei Frauenleiden galt. Auch ihre Wirkung als Herz- und Kreislaufmittel kommt in den Namen Herzkraut und Herztrost zum Ausdruck. Früher hieß es auch, dass Melissenblätter aufs Herz gebunden Liebeskummer heilen könnten. Früher hat man das als Aberglauben abgetan, aber heute nutzen genau solche Mittel auch die Aromatherapeuten und viele Reha-Kliniken. Die Zitronenmelisse gehört zu den Pflanzen, die einfach einen besonders hohen Gehalt an ätherischen Ölen haben. Sie ist aber natürlich auch voller Vitamin C und vieler guter Inhaltsstoffe, die ihre Heilwirkung in uns richtig gut entfalten können. Schon in den alten Werken, aber auch heute, ist die Melisse immer wieder empfohlen als krampflösendes Mittel und sie wirkt auch entspannend. Man trinkt den Tee zum Beispiel bei Schlaflosigkeit und Nervosität und auch bei allen körperlichen Beschwerden, die durch nervliche Belastung hervorgerufen werden. Besonders geeignet ist die Zitronenmelisse auch für Leute, denen schlechte Nachrichten schnell auf den Magen oder auch aufs Herz schlagen. Häufig findet sich auch eine Erwähnung der Zitronenmelisse gegen Kopfschmerzen. Auch bei Ängsten und Angststörungen finde ich in verschiedenen Werken die Zitronenmelisse als empfohlenes Heilkraut. Ja, ihr Lieben, von der Zitronenmelisse war ich vorher schon überzeugt und begeistert und schmeiße sie schon seit Jahren ganz regelmäßig mit in meine Teemischung hinein. Jetzt habe ich nochmal ganz neue Erkenntnisse hierzu getroffen und bin wirklich erstaunt, was uns die Pflanzenwelt an Möglichkeiten doch immer wieder neu eröffnen kann. Ja, wenn ihr vielleicht einen Imker kennt, der Probleme hat mit der Varroa-Milben und ähnlichen Problemen, vielleicht gebt ihr dem mal den Tipp, zu der Zitronenmelisse da mal in die Recherche zu gehen. Ich bin mir sicher, da lässt sich vielleicht auch im Internet gut was finden, wie die Leute früher das gehandhabt haben und ich hoffe, dass das heute ein günstiges Mittel zur Selbstversorgung ist, um sich seine Bienenvölker auch gesund und stark zu halten. Ja, ihr Lieben, beim Z angekommen heißt noch lange nicht, dass wir hier am Ende sind. Ihr ahnt selber, dass die Liste an möglichen Pflanzen zur Selbstversorgung mit heilwirksamen Kräften noch richtig, richtig groß ist. Und mit Tanja ist auch noch ein kleines Spezial in Planung, wo es nochmal drum geht, in welchen Fällen auch Obacht geboten ist, wo man vielleicht darauf achten sollte, in gewissen Fällen mit den Heilkräutern auch vorsichtig zu sein. Ja, in die Richtung wird es auf jeden Fall noch etwas geben. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Interessantes und Neues für euch dabei und ich hoffe, ihr bleibt dran und habt Lust aufs nächste Video. Die kommen jetzt erstmal nicht mehr am Tagestag, das schafft man auf Dauer auch nicht, aber es wird auf jeden Fall wieder etwas kommen. Bis dahin wünsche ich euch eine richtig schöne Zeit, genießt das Leben in vollen Zügen und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!